Hallo meine Lieben, hier ist Kerstin von Wölfchens Bastelstube. Ja, ich habe euch heute hier mein kleines Adventsdorf mitgebracht. Drei Häuser und fünf Spitzbuben, hat man ja früher immer gesagt, wenn so wenig Häuser in einem Dorf waren. Aber das ist ja auch hier nur eine kleine Auswahl. Hier mit den Tannenbäumchen, einmal in groß und einmal in klein. Das gibt es jetzt aktuell ganz neu bei Charlie und Paulchen und ich konnte einfach nicht widerstehen und habe mir dann diese zugelegt. Also von daher ja, finde ich das eine ganz tolle Sache und da gibt es auch noch Rub-Ons dazu. Entschuldige mal her, ja, ich habe hier schon ein bisschen gearbeitet und ja, mit allerlei Motiven hier und hier sind auch Zahlen, kann man natürlich auch ein schönes Adventsdorf basteln. Und ja, wenn ihr euch beeilt und euch das noch bestellen wollt, das gibt es im Moment im Angebot bei Charlie und Paulchen. Also ganz, ganz toll hier, diese Sachen. Da sind die Rub-Ons mit dabei. Also wer da das bestellen möchte, der muss sich, wie gesagt, hier noch beeilen. So, schaut mal. Ist das nicht schön? Das sind Türen und Fenster. Die werden wir natürlich heute auch dazu benutzen. Ja, ich habe schon mit einigen hier gearbeitet. So, ich räume die mal hier zur Seite. Und dann können wir auch gleich loslegen. Ich habe mir schon das ausgestanzt zweimal und zwar gucke ich gerade mal, welches Haus das ist. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ne, das ist das lange, genau. Also, ich habe mir hier diesen Bungalow ausgestanzt. Das müsst ihr zweimal machen. Hier habe ich das Dach auch. Das habe ich hier in, ja, ist nicht mehr da. Das gibt's doch nicht. Ich hatte es doch eben hier. Okay. Das gibt's hier, wie gesagt. Ich habe es hier. Habe ich mir in schönen Weihnachtsrot ausgestanzt. Mit passend hier diese Sternenlichterkette dazu. Und da gibt's Türen und Fenster. Das kann man auch nutzen, wenn man die Rub-Ons nicht mehr hat. Oder nicht verwenden möchte dafür, der kann das natürlich auch alles einzeln kaufen, das ist gar kein Problem. Aber ich finde das wirklich richtig toll. So sieht hier die Villa aus und das ist das kleine, das ist der kleine Tannenbaum, hier ist der große Tannenbaum und ja, das war alles in diesem Bundle, das ist ein Bundle, da habt ihr dann auch die Rub-Ons mit dazu und hier ist das Stadthaus, das ist hier das große und ja, dann legen wir mal los. Ich habe mir, wie gesagt, das schon einmal hier ausgestanzt, das ist die Villa und die falzen wir uns natürlich hier gleich einmal mit dem Falzbein durch. Und hier an den Seiten sind noch so ja, diese Falzlinien für innen, so dass man das Haus schön, schaut mal hier, so schön falten kann, weil hier oben ist ja das Dach zum Verschließen. So, und jetzt noch die andere Seite. Ich habe hier ein Designerpapier benutzt, was Punkte hat und auf der Rückseite war es eben schön neutral und das fand ich richtig passend dazu. Ich hatte, wie gesagt, das andere hier mit weißem Farbkarton gebastelt und nun wollte ich hier auch ganz gerne einmal das so in farbig einmal mit euch basteln. So, ich habe mir das hier schon gerade einmal gefalzt. Und dann können wir das auch schon zusammenkleben. Und
Und da kann man wirklich ganz toll. Oder ihr nutzt die kleinen Häuschen für eure Fensterdeko. Oder für euren Tisch. Wenn ihr Gäste habt an den Feiertagen zum Beispiel. Und dann kann man den so ein kleines Häuschen mit an den Tisch stellen. Und das könnt ihr dann nachher mit nach Hause nehmen. Finde ich total toll. Und ist auch eine schöne, tolle Geste. Oder ihr setzt euch das als Deko, die Häuschen ein paar Mal ausgestanzt mit den Tannenbäumchen einfach so auf den Tisch oder auf Sideboard, je nachdem, was ihr da habt. Und ja, das sieht mega schön aus. So, dann kleben wir uns hier das Dach einmal auf. Ja, wenn man da zu doll rubbelt, dann schiebt sich das gleich wieder runter. So, dann die Lichterkette mit angeklebt hier. Finde ich total schön, dieses Set hier. Also mega schön. Und vor allen Dingen, man kann es das ganze Jahr auch benutzen. Weil, wie gesagt, das kann man ja weglassen, die Lichterkette, zum Einzug oder zu einer neuen Wohnung oder dergleichen. Also man kann wirklich das ganze Jahr über auch benutzen. Ja, wenn man dann so hingeht und hat dann so ein Haus in der Hand und ja, zum Einzug zum Beispiel. Oder ihr verschenkt es einfach so aus. Ja, aus Spaß und sagt eben halt zu dem Beschenkten, ja, für ein großes Haus hat es leider nicht gereicht, aber ich schenke dir ein kleines, was immer so ein, ich sag mal, Lächeln auf den Lippen hervorzaubert, finde ich total schön. Das habe ich mal gemacht mit meiner Tochter, die hatten sich ein Haus gekauft und da habe ich auch so ein kleines Haus gebastelt und habe mit viel Liebe daran gearbeitet, mit Fenster, mit Garage sogar. Und ja, also es war wirklich ganz toll. Ich habe das leider nicht verfilmt, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Und ja, dann ist es in Vergessenheit geraten und irgendwo sind dann auch meine, ich sag mal, auch durch den Umzug sind da viele Sachen ja irgendwie weggekommen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Na, jemals ist die Bastelanleitung nicht mehr da und deshalb hatte ich gedacht, als ich die Häuser hier gesehen hatte, oh, denke ich, ja, da kamen dann wieder natürlich Erinnerungen hoch. So, seht ihr, und jetzt haben wir hier schon alles beklebt und jetzt möchte ich gerne meine Rub-Ons hier dazu verwenden. Genau, ich nehme hier gleich einmal das unterste hier. Mit den schönen weißen Schneefenstern hier. Wie gesagt, ihr müsst vorsichtig sein, aufpassen, wenn ihr die aufrubbelt. So, hier einmal die Tür. Vorsichtig rübergehen, aber das, wie gesagt, ist ganz schnell gemacht und ist so toll. Genau, schaut mal, ist das nicht wunderschön? Ja, genau, das kann hier hin. So, einfach so mit dem Falzbein rüberrubbeln und schon, schaut mal, habt ihr hier wunderschöne Fenster und auch die Tür und dann kann man es ja auch noch schön ausdekorieren, zum Beispiel hier mit einem Schneemann. Der kommt ja auch immer ganz gut hier. Dann dazu einfach hier ausschneiden, das Ganze. Und hier. Dann auflegen auf euer Häuschen. Macht das, bevor ihr das zusammenklebt.
Es ist einfacher. Man kann es auch im Nachhinein machen, aber es ist einfacher, wenn man hier das so schön auflegt und dann rubbelt und schon ist der Schneemann hier da. Und ich finde das wirklich wunderschön. So, jetzt habe ich hier noch. Ich gucke gerade mal, was ich da noch reinsetze. Ja. Da kann zum Beispiel hier, ich gucke gerade mal, ja genau, hier der Stern, der gefällt mir richtig gut. Setze den einfach hier über die Tür. Ist natürlich ein bisschen frickelig hier, weil ich ja nur das eine Element hier haben möchte. Aber wie ihr seht, man kann auch über den Rub-ons, was man schon einmal aufgerubbelt hat, auch noch einmal rüber rubbeln. Seht ihr, und schon haben wir hier ein schönes Element. Ja, da braucht man ein bisschen Erfahrung, aber ich denke mal, da werdet ihr auch ganz schnell euch reinfinden. So, ich schau mal, was ich da noch draufsetzen kann. Ja, zum Beispiel hier, das schneide ich mir mal aus. Hier so ein kleiner Blumenkübel. Passt ja auch richtig gut dahin. So, schaut mal. Das ist doch wirklich allerliebst hier. So, ich denke mal, wir können hier auch schon einmal uns das zusammenkleben. Ich gucke gerade mal. Ja, genau. Das ist die hinterste Seite, das ist vorne. Man kann natürlich hinten auch noch was draufkleben, aber das spare ich mir jetzt einfach auf. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet, ob ihr das hinten auch noch schön ausdekorieren möchtet oder ihr lasst es bei einer Seite hier. So. Ich glaube, ich werde erstmal hier die eine Seite noch mit ankleben. Jetzt komme ich nachher etwas schlechter da dran. Den Falz ein bisschen andrücken hier das Ganze. Und jetzt können wir hier uns das schon einmal dann einkleben. Ich mache mir hier auf der Kante noch ein bisschen Kleber für das andere Element hier, bevor wir das zusammenkleben. Und jetzt hier an der Seite ein bisschen ausrichten, das Ganze zusammendrücken und hier hinten natürlich auch. Und dann gehe ich hier mit meinem Falzbein rein und drücke den Kleber noch ein bisschen an. Ja. Schaut mal, und dann drücke ich mir hier das Dach so ein bisschen zusammen gleichmäßig und nehme hier meine Krokodil, die größere hier, mit den 3/16 Inch, also das große Loch, und stanz mir hier einmal mit der Krokodil ein Loch aus, ungefähr mittig. Genau. Und dann
setze ich mir hier solche Highlights. Ich habe leider keine roten, aber diese silberfarbenen tun es natürlich auch. So. Na, komm her. So, zwei Scheiben noch mit unterlegen. So, dann setzen wir uns die hier ein und die Unterlegscheibe kommt da hinter und dann hier mit der Spitze, ich weiß gar nicht, ob ihr das, jetzt könnt ihr es vielleicht besser sehen, mit der Spitze hier einfach nach unten reingehen, wenn es dann hält. So. Das ist doch jetzt nicht wahr, ne? Okay, nochmal aufs Neue. Einsetzen hier den Ring noch dazu. So, und dann noch mal aufs Neue. Und dann das Ganze zusammendrücken hier. Das verhakt. Was soll das? Also, das gibt's doch jetzt gar nicht. So, nochmal runterdrücken. Vorführeffekt. So, das Ganze machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Ah, jetzt reinsetzen und den Ring dahinter legen. Und hier mit der Krokodil dann einfach. Na, komm her. Tja, ist doch nicht so einfach, ne? Eben, wie gesagt, ich habe ja die Häuschen eben auch gebastelt und da flutschte das rucki zucki. Aber naja, okay. So, jetzt aber. Manchmal braucht man eben halt ein bisschen Gewalt. So. Ich habe hier so ein ganz tolles Geschenkband. Da steht Frohe Weihnachten drauf. Das gibt es natürlich auch im Shop von Charlie und Paulchen. Ich hatte mir das gekauft, nicht mit der Absicht, mit den Häuschen hier das zu arbeiten, sondern weil ich es schön fand. Und ja, da müsst ihr einfach mal schauen, ob euch das auch gefällt. Ich glaube, die gibt es noch in grüne Salbei oder so. Also gibt es noch in einer anderen Farbe. Und ich hatte mir hier rot und dieses Creme oder Beige, wie man auch immer das nennen möchte, ausgesucht. So, jetzt tun wir das hier mit schön mit einer Schleife verschließen das Ganze. Ja, so sollte es natürlich nicht sein. Aber ihr wisst ja, ich und Schleifen. Wenn man das Kleinzeug nicht mehr so fassen kann und ich alles muss ich mit der Pinzette hier arbeiten, das ist natürlich nicht so einfach. Aber ja, es geht. Wo ein Wille, auch ein Weg. So. Genau. Genau, schaut mal. Und jetzt haben wir hier das schöne Häuschen schon einmal fertig. Dazu möchte ich mit euch hier noch einmal den Tannenbaum zusammensetzen. Und bevor wir das machen, ja, zukleben kann ich das schon, genau. Aber bevor wir den jetzt zusammenkleben, will ich da auch noch ein bisschen Deko auf den Baum raufsetzen. Genau, also zusammenkleben geht ja schon mal. Halt, falsch, diese Seite. Das wäre jetzt was geworden.
Wir müssen ja die unterste Seite erst kleben und dann die andere. Ja, so ist das, ne? Wenn man den zweiten Schritt vor dem ersten machen will. So. Genau. So. Erstmal den Kleber wegradieren. Und jetzt habe ich hier noch eine schöne Schleife. Die ist wirklich zucker süß. Genau, die tue ich hier einfach. So sollte es natürlich nicht sein. Setze ich mir einfach hier so noch mit drauf. Das ist natürlich abgefallen hier, seht ihr, weil ich hier so viel mit rumgespielt habe. So, also wie gesagt, ihr müsst vorsichtig sein hier mit diesen Rub-Ons, sonst geht das nach hinten los. Was sagt meine Schleife? So, hier einfach draufsetzen das Ganze und hier mit dem Falzbein so ein bisschen rüberrubbeln. Vorsichtig abziehen, seht ihr, und da haben wir hier eine ganz schicke Schleife drauf. Und ich überlege gerade, ob ich mir hier noch einmal den Grund rausnehme, den schlafenden Hund, oder hier, der hier, der ist schön, der ist wirklich wunderschön. Der bestaunt jetzt hier unser schönes Haus. So, hier einfach seht ihr, wie toll das geht. Aufgerubbelt und schon haben wir hier das fertig. Genau, und hier kann man schön die Spitzen noch nach oben drücken, um ein 3D-Modell hier zu projizieren. Richtig schick ist das. Ja, jetzt können wir den auch zusammenkleben. So, da streiche ich hier meine Kleberlaschen ein. Ich muss den erstmal hier zusammen machen. Kann man ja schön verschließen und da kann man dann auch richtig toll den befüllen. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt den hier einfach so bastelt und zusammensetzt, sondern man kann den ja hier auch schön befüllen. Und das finde ich natürlich auch mega, mega toll. Wer verschenkt denn schon mal einen Tannenbaum, ne? Mit Füllung. Also richtig schön. So, jetzt die andere Seite hier mit Kleber einstreichen. Und dann können wir den Baum auch schon so weit zusammenkleben. So. Ich schaue immer, dass ich hier auch die Spitze so gerade rüber habe, dass das nicht schief ist. So, ein bisschen andrücken hier das Ganze. So, schaut mal,
Ist das nicht zuckersüß? Das ist doch wirklich der Knaller. Natürlich kann man den noch mehr ausdekorieren, aber für jetzt, für das Video reicht mir das. Ja, meine Lieben, das war ein kleines Adventsdörfchen. Ist ja nun wirklich auch Miniatur hier mit den drei Häuschen. Aber wie gesagt, hier für das Video muss das einfach hier heute so gehen. Ich glaube, ich ziehe das hier noch mal runter, damit ihr das auch besser sehen könnt. Genau. Ja, meine Lieben, das war's heute von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Schreibt mir ein paar nette Zeilen in die Kommentare. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der macht das doch jetzt. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ich sag dann Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin.